Heute zeige ich euch meine Top-Picks aus der Black Week und erkläre euch ganz kurz, wie ich mich auf diese Sonderrabattwoche vorbereite. Ja Leute, während der Black Week gab es wieder ordentlich Rabatte und auch ich habe zugeschlagen, nicht nur für mich, sondern natürlich auch schon das ein oder andere Weihnachtsgeschenk organisiert. Aber was ich für mich gekauft habe, das zeige ich euch heute. Ich habe mir ein paar Kleidungsstücke gegönnt und viele fragen immer, Daniel, wie groß bist du eigentlich, was trägst du für Größen? Ich persönlich bin 1,89 Meter groß, wiege 85 Kilo, trage die Größe L und was Schuhe angeht immer so eine 44 bis 45. Das erste Kleidungsstück, was ich mir in der Black Week ergattert habe, ist dieser Pullover von der Marke Hugo mit einem kleinen Print hier vorne drauf. Ein super schlicht. Universeller Pullover, den man wirklich zu vielen Outfits kombinieren kann und den man einfach auch immer gut gebrauchen kann. Ich habe mir während der Black Week ausschließlich Produkte von der Marke Hugo und von Boss gekauft. Warum? Weil ich einfach die Marken kenne. Ich habe schon super oft für diese Marken gearbeitet und weiß einfach, dass ich zum einen Qualität bekomme und ich weiß, dass diese Kleidungsstücke einfach auch perfekt an meinem Körper sitzen. Regulärer Preis von diesem Pullover wäre 89,95 gewesen. In der Black Week habe ich den für 49,95 bekommen. Mein Tipp für euch, macht euch vor der Black Week über eure Top-Brands Gedanken. Was sind eure Lieblingsmarken und erstellt dazu einfach eine schöne Liste, damit ihr genau wisst, wo ihr an der Black Week suchen müsst. Das nächste Kleidungsstück ist ebenfalls ein schwarzer Pullover von Hugo, allerdings mit einem etwas kleineren Label vorne drauf und einem Zipper. Ebenfalls gleich universell und gleich einfach kombinierbar wie dieser Hoodie, den ich ja aktuell anhabe. Also ebenfalls so ein Basic-Pullover, den man wirklich sehr gut im Alltag gebrauchen kann. Der reguläre Preis von diesem Zip-Hoodie lag bei 99,95. Während der Black Week gab es den für 69,95. Und mein Tipp an dieser Stelle, wer keine Lust hat, während der Black Week lange zu suchen, der kann natürlich auch die Liste der Top-Brands nehmen und sich bei den Top-Brands einfach in den Newsletter eintragen. Dann bekommt man nämlich immer Benachrichtigungen, wann der Black Week startet und welche Angebote während der Black Week gerade aktuell sind. Und by the way, Leute, ich habe euch natürlich sämtliche Produkte, die ich mir während der Black Week ergattern konnte, selbstverständlich unten in der Infobox verlinkt. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr auch während der Black Week euch was gegönnt habt. Habt ihr auch den ein oder anderen Sale geschossen? Wenn ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt, ob ihr da auffindig geworden seid. Ich war schon die ganze Zeit auf der Suche nach Chunky Chelsea Boots und während der Black Week bin ich tatsächlich auch fündig geworden und auch hier bei der Marke Hugo. Ich habe mir diese schwarzen Echtleder Chunky Chelsea Boots gekauft mit einer etwas dickeren Sohle. Wenn man die Teile anhat, dann ist man tatsächlich auch mal direkt 5 cm größer und die Dinger halten nicht nur super warm, sondern sind auch noch super bequem. Der reguläre Preis von diesen Boots liegt bei 250 Euro. Während der Black Week habe ich die Teile für 156 Euro bekommen. Mein Tipp dazu noch, schreibt euch vor der Black Week raus, welche Pieces ihr unbedingt haben möchtet. Gibt es irgendwas auf eurer Wishlist, wo ihr sagt, hey, ich will zum Beispiel unbedingt, wie ihr zum Beispiel, schwarze Chunky Chelsea Boots haben, dann sucht euch vorab schon vielleicht ein paar Pieces raus und dann schaut ihr während der Black Week, ob die tatsächlich dann auch vielleicht sogar dann reduziert sind. So, es gab noch ein weiteres Paar Schuhe und zwar diese schwarzen Lederschnürstiefel von der Marke Boss. Meine Lederschnürstiefel von Zara haben tatsächlich 3 Jahre lang gehalten, haben ordentlich Kilometer gemacht und jetzt war es tatsächlich Zeit für ein neues Paar. Und die von Boss haben mir echt super gefallen. Die haben an der Seite noch so einen Reißverschluss, da kann man super reinsteigen als auch wieder raussteigen. Das ist bei Lederstiefeln manchmal nicht ganz so einfach. Hier funktioniert das super und ich habe mich echt gefreut, dass ich diese im Sale schießen konnte. Regulärer Preis liegt bei 270 Euro. Ich habe die im Sale für knappe 200 Euro bekommen. Mein Tipp dazu, probiert euch die Teile auf jeden Fall vorab an, die ihr im Sale kaufen möchtet. Denn manchmal ist es so, dass reduzierte Ware nicht zurückgenommen wird. Und ich habe es so gemacht, ich bin einfach ins KDW und bin zum Hugo Store da gegangen und habe mir einfach die Teile schon vorab anprobiert, ja, die ich cool finde, die ich unbedingt haben möchte, die auf meiner Liste standen. Dann wusste ich ganz genau, welche Größe ich brauche und konnte dann während der Black Week auch direkt nach der perfekten Größe suchen und die dann auch dementsprechend bestellen. Und zu guter Letzt gab es noch einen Klassiker und zwar einen blauen Mantel ebenfalls von der Marke Hugo. Ich habe mich riesig gefreut über den Mantel, weil einer meiner Mäntel ist leider so ein bisschen kaputt gegangen, ist von innen etwas aufgerissen und ich bin fündig geworden bei diesem Mantel und habe mich echt richtig gefreut, weil so ein Mantel ist einfach ein Klassiker und so einen dunkelblauen Mantel kann man echt immer tragen und das tatsächlich auch über Jahrzehnte hinweg. Und im Sale so einen Klassiker zu kaufen, ja, das schmeckt dann nochmal ein bisschen besser. Der reguläre Preis von dem Mantel liegt bei 379 Euro. Ich habe den im Sale für 239 Euro geschossen. Also insgesamt habe ich während der Black Week
5 Artikel ergattert und die Gesamtersparnis aller Artikel lag tatsächlich bei 374 Euro. Das muss man sich mal reintun. Und da sind wir auch schon beim letzten Tipp, und zwar nie zum regulären Preis kaufen. Ich kaufe tatsächlich fast nie zum regulären Preis, es sei denn, ich will unbedingt irgendetwas haben oder es gibt eine Limited Edition oder so und die gibt es halt nur in einer begrenzten Stückzahl. Aber ansonsten versuche ich immer irgendwie smart zu shoppen, während Sale, während Ausverkäufen oder sonstigen Sonderrabattaktionen, wie zum Beispiel der Black Week. Also deshalb ist der letzte Tipp eigentlich so ein allgemeiner Tipp. Leute, versucht einfach grundsätzlich smart einzukaufen und ja, nie zum regulären Preis zu kaufen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr während der Black Week oder während solcher Sonderrabattaktionen in den absoluten Kaufrausch verfallen solltet, aber versucht einfach bewusst zu kaufen und ja, bestenfalls ein paar Euros zu sparen. So Leute, jetzt schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, welches der heute vorgestellten Teile ihr am coolsten fandet, und schreibt doch gerne mal rein, ob ihr die Möglichkeit hattet, während der Black Week auch das ein oder andere Teil zu ergattern. Ich bin gespannt und wünsche euch auf diesem Wege ganz viel Spaß beim smarten Shoppen und hoffe, dass ihr eure Klamotten auch zu reduzierten Preisen ergattern konntet.